Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Der iranische Präsident Raisi soll in Lebensgefahr schweben. Medien berichten von einer harten Landung oder dem Absturz eines Helikopters. Auch der Außenminister war an Bord. Wir schalten zu Katharina Wagner. Immer mehr Druck entsteht auf Israels Premier Netanyahu aus der eigenen Regierung, aus den USA und aus der Bevölkerung. Und Sturm ist Meister. Die Grazer feiern im Herzschlagfinale der Bundesliga im letzten Spiel ihr Happy End. Salzburg hat das Nachsehen. Das Wetter morgen wird wieder warm und teilweise gewittrig. Ist der iranische Präsident noch am Leben? Ist er tot? Was ist da genau passiert? Es gibt viele offene Fragen nach einem Hubschrauberabsturz im Iran, aber erst wenige Antworten, Susanne. Ja, es ist tatsächlich nicht viel, was wir über das Schicksal von Präsident Raisi derzeit wissen. Gesichert ist, dass er an Bord eines Hubschraubers war, gemeinsam mit seinem Außenminister. Und dieser Hubschrauber hat laut Staatsmedien eine, Zitat, harte Landung hingelegt. Passiert ist das Unglück in der iranischen Grenzprovinz Ost-Aserbaidschan. Dort wird nach dem Hubschrauber und seinen Insassen gesucht, allerdings herrscht dichter Nebel. Und bis der Hubschrauber gefunden worden ist, kann über den Zustand des Präsidenten und des Außenministers also nur spekuliert werden. Raisi war auf der Rückreise von einem Besuch in Aserbaidschan. Alle Rettungskräfte seien mobilisiert und in die gebirgige Region gebracht worden, heißt es vom Armeechef. Die Suchtrupps haben den Absturzort mittlerweile erreicht. Und doch kämen nun zu Fuß das Gebiet. Und wir gehen jetzt gleich zu unserer Korrespondentin und Iran-Expertin Katharina Wagner. Frau Wagner, was ist denn Ihr letzter Stand jetzt zu diesem Zwischenfall? Ja, wir wissen eben, dass Ebrahim Raisi, der Präsident des Iran, heute den Präsidenten von Aserbaidschan getroffen hat, um in der Grenzregion der beiden Länder ein Staudammprojekt einzuweihen. Und von dort ist er in einen Helikopter gestiegen, um nach Teheran zurückzufliegen. Aber wir haben es schon gehört, Staatsmedien sprechen davon, dass es eine harte Landung gegeben habe in einem sehr bergigen Gebiet. Auch der Außenminister, der soll an Bord gewesen sein und insgesamt 9 Personen in diesem Helikopter. Die Rettungskräfte, die haben den Ort erreicht, aber es war eine sehr schwierige Aktion bisher und die wird es wohl auch noch bleiben, denn das Gebiet ist, wie gesagt, hügelig, es herrscht sehr, sehr starker Nebel, deswegen kann die Suchaktion auch nicht aus der Luft vollzogen werden. Auch mit Autos kommt man sehr schwer zur Unglücksstelle. Die Einsatzkräfte, die sind jetzt per Fuß unterwegs. Aus dem iranischen Staatsfernsehen kommen sehr wenige klare Informationen, aber die Bevölkerung des Iran, die ist dazu aufgerufen worden, für die Personen, die bei diesem Absturz betroffen sein können, zu beten. Welche Bedeutung hat denn Raisi für den Iran? Was würde sein möglicher Tod verändern? Ja, Raisi ist 2021 Präsident des Iran. Er hat den als eher liberal geltenden Hassan Rouhani abgelöst. Und Raisi selbst, der gilt als Hardliner, als Ultrakonservativer, der selbst auch keine politische Agenda verfolgt, sondern seine Führung sehr, sehr stark an jene des obersten Führers der Islamischen Republik, Ayatollah Khamenei, ausrichtet. Raisi wird auch immer wieder als potenzieller Nachfolger des mittlerweile 85-jährigen Ayatollah Khamenei genannt. Und er selbst, eben der oberste Führer des Iran, der ruft heute auch zu Gebeten auf und sichert der Bevölkerung zu, dass es keine Abbruch der Regierungen und der derzeitigen Regierungsgeschäfte des Iran geben werde. Man muss jetzt aber natürlich abwarten, wie sich diese Suchaktion tatsächlich gestaltet und wie deren Ausgang ist. Dankeschön für diese ersten Informationen, Katharina Wagner. Im Gazastreifen wollen israelische Truppen heute mehrere Schmugglertunnel nach Ägypten entdeckt haben und außerdem Tunnel, die von der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober benutzt worden seien. Seitdem herrscht bekanntlich Krieg, aber die Zeit danach wird immer mehr zum politischen Zankapfel. Premier Netanyahu steht unter Kritik, sie kommt aus der eigenen Regierung, aus den USA und aus der Bevölkerung. Shani Luk war 22 Jahre alt, als sie am 7. Oktober am Nova Festival von der Hamas getötet wurde. Nun kann sie endlich begraben werden. Die Tatsache, dass immer noch Geiseln in Gaza sind, bringt Benjamin Netanyahu unter Druck. Auch im eigenen Kabinett. Doch weder das dreiwöchige Ultimatum des Ministers im israelischen Kriegskabinett noch die Kritik des Verteidigungsministers übten genug Druck aus, so die Analystin der Crisis Group. It doesn't actually provide him with any real pressure. Wenn sie die Regierung nicht verlassen, gibt es keinen echten Druck. Und selbst dann ist es unklar.
Mehr Druck kommt vom engsten Verbündeten, den USA. Heute reiste Jake Sullivan an, Sicherheitsberater von Joe Biden, um unter anderem über Nachkriegspläne zu sprechen. Noch herrscht aber Krieg. Dieses Video zeigt laut israelischem Militär Jabalia im Norden von Gaza. Zerstörung und Verlust sind hier nicht zu übersehen. Ebenso augenfällig Verlust und Unzufriedenheit in Israel. Doch noch hat Benjamin Netanyahu das Sagen. Argentiniens Präsident Javier Milei ist auf seiner ersten Europareise und die führt ihn nach Spanien. Allerdings steht der Besuch unter keinem guten Stern. Milei, der im Wahlkampf ja gern mit Kettensäge aufgetreten ist, fühlt sich von Mitgliedern der spanischen Regierung beleidigt. Daraufhin hat der Anarcho-Kapitalist alle offiziellen Termine abgesagt und war dafür der Stargast beim Treffen der europäischen Rechtspopulisten. Argentiniens Präsident auf Besuch in Spanien. Zu einem Treffen mit dem Staats- oder dem Regierungschef kam es nicht. Seit ein Minister aus der sozialistischen Regierung, Javier Milei, Drogenkonsum nachsagte, ist er verstimmt. Deshalb tritt der Wirtschaftsprofessor nur als Wahlhelfer für die Rechtspartei Vox auf. Das aber mit einem Löwengebrüll. Hola a todos, yo soy el Leo. Bei den Urnengängen lief es zuletzt nicht sehr gut für die spanische Rechtspartei. Die Volkspartei konnte in Katalonien Wähler zurückgewinnen. Deshalb rief Obmann Santiago Abascal ausländische Gesinnungsgenossen zu Hilfe. Aus Portugal kam Schägerchef André Ventura. Und aus Italien meldete sich Giorgia Meloni live zu Wort. Der Star des Tages trat als Letzter auf die Bühne, mit Merksätzen wie diesem. Wer dem Sozialismus die Tür öffnet, lässt den Tod herein. Die Begeisterung im rechten Lager muss 3 Wochen anhalten. Dann könnte Vox wieder auf ein besseres Ergebnis hoffen als zuletzt. Aus der Ukraine werden an diesem Wochenende wieder schwere Kämpfe gemeldet. Moskau und Kiew beschuldigen einander, für Angriffe mit Raketen und Drohnen verantwortlich zu sein. In der ostukrainischen Stadt Kharkiv sollen durch russischen Beschuss mindestens 4 Menschen getötet und 8 verletzt worden sein. Russland hat Anfang Mai in dieser Region um Kharkiv eine neue Bodenoffensive gestartet und seither sind die russischen Truppen 5 bis 10 Kilometer weit vorgestoßen. Ja, tagtäglich fordert dieser Krieg neue Opfer, auch in der Zivilbevölkerung. Rund 3000 Verletzte sind bisher aus der Ukraine gebracht und in Spitälern der EU-Mitgliedsländer behandelt worden. Auch in Österreich kümmert man sich um schwer verwundete Frauen und Kinder. 60 Menschen konnte so bisher geholfen werden. Ein 8-jähriges Mädchen ist eines davon. Christoph Benders hat es besucht. Ein Hai frisst keine Hunde. Dass die 8-jährige Sascha Deutsch lernen kann, grenzt für ihre Eltern an ein Wunder. In der Ukraine hat sie schwerste Verbrennungen erlitten. Rückblick. Bei einem Hubschrauberabsturz in der ukrainischen Stadt Provary kommen im Jänner 2023 14 Menschen ums Leben, darunter Innenminister Denis Monastirski. Die Feuerwalze, die durch den Absturz entsteht, trifft auch Saschas Kindergarten. Ihre Mutter ist mit ihr gerade in der Garderobe, als sie einen lauten Knall hört. Ja. Plötzlich habe ich Flammen hinter meiner Tochter gesehen, wie Feuerwerkskörper. Ich habe sie mit meinem Körper und meinem Mantel bedeckt. Wir sind so schnell wie möglich aus dem Gebäude gerannt. Ich habe am Anfang noch nicht erkannt, wie schwer Saschas Verletzungen waren. Sie war grau im Gesicht. Im Krankenhaus wird klar, wie schwer Saschas Verbrennungen sind. Über das europäische Evakuierungsprogramm Medevac wird sie innerhalb von 3 Tagen aus der Ukraine nach Linz gebracht. Dieses Foto ist nach den ersten Behandlungen entstanden. Sie hat 36 Operationen gebraucht, alle in Vollnarkose. Die letzte OP hat 5 Stunden gedauert. Über 60 Personen wurden seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine in Österreich behandelt. Wir haben hier sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um Brandopfer geht. Es ist ein Gesamtpaket von der medizinischen Versorgung bis hin aber auch zur psychosozialen Versorgung. Saschas Eltern möchten hier in Linz bleiben, zumindest bis der Krieg in ihrer Heimat vorbei ist. In Österreich naht die Europawahl am 9. Juni und da finden sich auf dem Stimmzettel neben den etablierten Parteien auch neue Namen. Vor allem die Liste DNA, das ist kurz für demokratisch, neutral, authentisch. Spitzenkandidatin ist eine Medizinerin, die früher Demos gegen die Corona-Regeln organisiert und die Wirksamkeit der Covid-Impfung anzweifelt. Heute hat sie in der ORF-Pressestunde aber auch zu anderen Themen Stellung bezogen.
Die Liste DNA fordert eine tiefgreifende Reform der EU-Institutionen. Weniger Macht für die Kommission und weniger Europaabgeordnete. Dafür aber soll das EU-Parlament auch selbst Gesetzesinitiativen einbringen können. Das darf derzeit nur die EU-Kommission. Und deshalb steht die DNA auch dafür, dass wir das EU-Parlament in ein echtes Parlament allalong umgewandelt werden soll und damit echte Gesetzesinitiativen seitens der direkt demokratisch gewählten Parlamentarier eingebracht werden können. Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine will Hubmar Mok mit Friedensverhandlungen rasch beenden, auch wenn die Ukraine eigene Landesteile dafür verlieren müsste. Je früher ein Krieg beendet wird, desto besser. Und mein Vorschlag wäre zum Beispiel ein Autonomiestatus für die umkämpften, teilweise mehrheitlich von ethnischen Russen besiedelten Regionen, nach dem Vorbild Südtirols zum Beispiel. Bekannt ist Hubmar Mok vor allem bei Covid-19-Impfgegnern wegen ihrer heftigen Kritik an der Corona-Politik. Wir setzen uns ein für eine ordentliche Corona-Maßnahmenaufarbeitung. Weil das, was da passiert ist mit dieser Einschränkung der Grundrechte, das darf so in der Zukunft nie wieder passieren. Der Umstand, dass viele Forderungen der DNA gut zum FPÖ-Programm passen, sei Zufall, versichert Hubmar Mok. In Ungarn sind bei einem Bootsunglück auf der Donau mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei dürfte ein Hotelschiff mit einem Motorboot kollidiert sein. 5 Insassen des Motorbootes gelten noch als vermisst. Die Suchaktion ist deshalb noch im Gange. Es war spätabends hier in der Nähe der Stadt Werütze an der Donau. Ein Mann wurde aufgefunden mit blutender Kopfwunde. Er war benommen, die Kommunikation schwierig, heißt es heute Morgen von der Polizei. Schnell stellt sich aber heraus, er war Opfer eines Bootsunfalls. Der Katastrophenschutz und die Rettung werden alarmiert. Einsatzkräfte nehmen die Suche nach Überlebenden auf. Nach kurzer Zeit konnten wir die Leiche eines Mannes am Donauufer und eine weibliche Leiche finden. Das beschädigte Motorboot konnte ebenfalls geborgen werden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch vollständig unklar. Man wolle sich vorerst darauf konzentrieren, die 5 Vermissten zu finden, heißt es von der Polizei. Denn die Überlebenschance sinke mit jeder Minute. Und gleich hören wir noch hinein in das neue Album von Pop-Superstar Billie Eilish nach den Meldungen. Die österreichische Wirtschaftskammer hat sich heute für eine Online-Anleitung zur Kündigung von kranken Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entschuldigt. Auf der Website der Wirtschaftskammer waren detaillierte Hinweise zu finden. Nach dem gestrigen ZIP-1-Bericht wurden sie gelöscht. 4 Tage nach dem Anschlag auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico ist er nach Angaben seines Stellvertreters mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Zustand des 59-Jährigen sei aber weiter ernst und Fico benötige nach wie vor intensivmedizinische Betreuung. Nach den Unwettern in Deutschland hat sich die Lage im Hochwassergebiet im Saarland weiter entspannt. Es gebe keine kritischen Entwicklungen mehr, sagte ein Sprecher des saarländischen Innenministeriums. Die Pegelstände würden überall fallen. Das konkrete Ausmaß der Schäden steht noch nicht fest. Sie ist gerade mal 22 Jahre alt, aber schon längst einer der größten Popstars der Welt. Die unverwechselbare Sängerin Billie Eilish. Sie schreibt seit jeher ungewöhnliche Songs, etwas abseits des Mainstreams, hat aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb die Musikwelt verzaubert. Und nun ist ihr 3. Album da. Es heißt Hit Me Hard and Soft. Albumpräsentation im Stile Billie Eilish, ungezwungen, unkonventionell und mit ihrem Hund Shark. Bei Fan-Events in Los Angeles und New York hat Billie Eilish ihre 10 neuen Songs vorgestellt. Interviews zum Album gibt sie kaum. Im Gespräch mit Apple Music-Moderator Zane Lowe erzählt Billie Eilish, dass sie versucht hat, möglichst befreit an das Album heranzugehen. Wir haben uns vorgestellt, wir würden ein Album für niemanden machen. Andere Meinungen sind egal. Wir müssen unser Album machen. Um Liebe, Sex und um das Leben im Rampenlicht geht es in Hit Me Hard and Soft. Das Album besticht mit intimen Balladen genauso wie mit klassischen Popsongs und elektronischen Tanznummern. Herausragend produziert von ihrem Bruder Phineas O'Connell. Billie Eilish hat als Anti-Popstar begonnen. Mit Hit Me Hard and Soft hat sie gezeigt, dass sie zu Recht ein Weltstar mit nachhaltigem Erfolg ist.
Ja, und Erfolg bleibt unser Stichwort noch. Sturm Graz ist österreichischer Fußballmeister. Die Mannschaft hat im letzten Spiel der Saison die Nerven behalten und einen 2:0 Sieg errungen. Und Salzburg damit auf Rang 2 verwiesen. Das ist insofern besonders, als die Salzburger seit 2014 ja immer Meister waren. Die Grazer haben im eigenen Stadion gegen Klagenfurt aber lange Probleme. Doch zwei späte Tore in der zweiten Hälfte sorgen dafür, dass Sturm am Ende doch den Meistertitel in die Höhe stemmen darf. Es ist der erste Meisterteller für Sturm seit 2011. Und nachdem die Steirer auch den Cup ja schon gewonnen haben, das erste Double seit 25 Jahren. In OF1 berichtet der Sport gleich mehr über den steirischen Triumph. Markus Warzak hält schon den Wetterbericht bereit und meldet sich in Kürze. Und wir melden uns morgen wieder. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.